mal schauen, welche fröhliche Seele mich jetzt weckt. Stimmt jetzt ab. Wer könnte es sein? Ihr könnt absolut nichts gewinnen. Okay, ich weiß, wer das ist. Ich habe den Namen vergessen. Wie heißt du nochmal? Gold Mary. Wann habe ich das jemals gesagt? Gleich im ersten Support. Kann man nur von Leuten geweckt werden, die einen einmal mit dem man Support hatte? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Heute, wie man sehen kann und wie man vom Titel wahrscheinlich sehen kann, knöpfen wir uns Roy's Sidequest vor. Ich habe eine Menge Bandgespräche, aber lassen wir das erstmal. Machen wir am Ende. Erstmal wollte ich die eigentlich auch schon machen, aber das war, weiß nicht, eine vierstündige Aufnahmesession. Da hatte ich einfach keine Lust mehr. Dementsprechend wird es heute am Ende des Parts eine Menge geben. Ich habe bestimmt so, weil nicht über 10 oder so. Einfach nur, weil ich meine neue Charakterin hier alle einige Fähigkeiten gegeben habe, ne, und einige Embleme hochgelevelt habe und so. Mit meinen neuen Charakteren wollte ich ehrlich gesagt auch ein bisschen hier oder mit neue Sachen einige Supports und so freischalten. Aber die sind ja alle nicht im Somnialarm rumlaufen gewesen. Die ganze Zeit. Also ich konnte ihn, also Neil war hier die ganze Zeit, aber die hat hier am Pool die ganze Zeit gechillt. Da kannst du nicht mit denen interagieren, weil die dann am Schlafen sind, ne? Also ja, da war ein bisschen doof. Das hätte ich eigentlich schon ein paar Supports mit denen freigeschaltet. Aber konnte ich noch nicht machen, ne? Wie sieht es jetzt aus? Ich glaube, wir sind immer noch die gleichen, oder? Nee. Oder? Läuft immer noch keiner von denen. Doch, hier, Madeleine. Am Schwimmbad. Hoffentlich pennt sie nicht. Doch, ich glaube ja. Nee, da ist sie am Schwimmen. Aber... lass dich nicht stören, Mädchen. Ich kann nicht mit denen interagieren, weil die halt... bei einigen Sachen kannst du halt nicht mit denen interagieren, wenn die irgendwie, weil die nicht so am Schwimmen sind oder am Schlafen. Kannst nichts mit dem machen, verdammt, ich kann immer noch keinen von denen hier. Also ja, mit denen konnte ich keine Supports hier machen. Die flüchten noch von mir. Können jetzt wagen. Aber mit anderen Charakteren habe ich hier Supports freigeschaltet, ne? Das sind alles noch. Das sind alles hier die vier Winde oder Bluthunde, was auch immer, ne? Also gut, ja. Haben ein paar sehr offensichtliche Supports freigeschaltet, ne? Zum Beispiel Mauvier und Madeleine. Wie wird das aussehen? Treffen die sich hier zum ersten Mal oder? お前は、いや、マデリンだったか。はい。あなたはモーブ。こちらの世界のモーブですよね。でもモーブ、from the other world、はい。それで。え、すみません。今日は改めてご挨拶をと思いまして。 異なる世界から来た身ゆえ、至らぬところもあるかと存じますが、騎士として恥ぬ武勲をあげる新参でおります。ぜひ今後お見知りを聞いただきたい。承知した。こちらも折を見て話さねばと思っていた。わざわざ足を運んでくれて感謝する。いえ、そんな弱敗者より出向くのは当然のこと。 先の戦いでの活躍、見ていたぞ。素早く敵に切り込んだ一戦。いや、ありがとうございます。あまりにもったいないお言葉ですが、称賛など必要ありません。私は騎士、仲間を守るのが役目ですから。 そうか。お前はそうなのだな。挨拶回りの中引き止めて悪かった。俺はこれで失礼する。
あ、待ってください。また、モーブと話せました。不思議な気持ちです。ですが、気のせいでしょうか。まるでモーブも私ではない。違う誰かを見ているような。 Ja, das ist super awkward. Irgendwie, ne? Wenn man so darüber nachdenkt. So, dann haben wir Celestia und Gregory. Ja, die haben sofort natürlich Sachen freigeschaltet, als sie zum Schwimmen und zum Stall und was er sich nicht zum Obstgarten geschickt hat. この世界ではまた新たな敵と対峙しないといけないものね。来たからには新竜様のお役に立てるよう、強くとして頑張らなきゃ。モーブも連れてきたかったな。4人で来られたら最高だった。それはいつも思ってるわ。モーブのおかげで私たちは生きているのだもの。やめて。あいつが仕置を始めた。だからそのそばバイゾー、いや、一緒にや。 Manchmal kommt es so vor, als könnte ich ihn immer noch hören. Ich bin hier, hallo. Habe ich das? この前の仕返しか。 冗談よ。あなたが副官な理由はわかるわ。仲間を守って勇敢に戦えるもの。俺は逃げ続けてただけだったぜ。もしかしたら今もそうかもしれない。何言ってるのよ。そんなわけないでしょ。急に真面目な声出してどうしたんだよ。きっかけを作ってくれたのはモーブよ。でもそれを続けようとしたのは私たち4人の意思。 Gregory は逃げてなんかいないわ。自信を持って。あなたは私欲の副官なのだから。Okay. So merkwürdig, diese Charaktere jetzt irgendwie im Support zu sehen. So, dann haben wir die beiden, Rafael und Nell. ねえさん、ここにいたか。ラファール、どうしたのですか？ どうしたもこうしたもない。さっき最前線に出ていたな。そうそう、今回は、ganz halt so ernst ist。前線なら、我が代わりに行く。そう心配しないでください。私にはあなたからもらった流石があるのですから、おかげで自身の流石が砕けた今も流化して戦うことができています。いやね、ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Die haben ja neue Steine jetzt. あなたは元いた世界での力を得て流化を果たした。その時の竜の衝動を結晶化したのがこの流石ですね。七つの腕輪の強大な力が原因か。流石は通常のものよりはるかに大きかった。だから我は姉さんが無事に目覚めた後、流石を四つに割り、うちの二つを渡した。 無事に流化できるか心配であったが、マインシュタインの perspective gegen Pferde。胸をなで下ろしたぞ。ええ、私はもう大丈夫。分かった。だがこれだけは約束しろ。身に危険が迫ったらすぐに呼べ。ありがとう。その時はぜひとも力を貸してくださいね。どのような時であっても。 So. Gut, hätten wir das. So, dann sage ich euch mal hier, was ich so ein bisschen gemacht habe auf Screen. In Sachen Teamaufstellung, ne? Ich habe natürlich bei 12 Charaktere parat. So, hier ist die Sache, ne? Ich habe auf Screen habe ich mal die Arena-Kämpfe gemacht. Und damit habe ich geschafft. Ich glaube, ich habe einmal mit sie gekämpft, einmal mit ihm. Deswegen haben die schon so ein bisschen Erfahrungspunkte, ne? Ich dachte ehrlich gesagt, ich würde mit zwei Kämpfen mit ihnen, er hat nämlich eine Menge Erfahrungspunkte bekommen. Ich dachte irgendwie,
wird mit zwei Kämpfen schon ein Level abbekommen, aber nee, war nicht der Fall. Gut, muss ich halt so trainieren auf traditionelle Weise. So, mein ursprünglicher Plan war, Madeline zu einem Dingen zu machen, zu einem Magiekanonier. Wie heißen die? Ja, genauso. Aber ich habe mich so ein bisschen mal über die Klasse informiert, ne? Und so wie ich das verstanden habe, Magiekanonier, die Stärke von den Magiekanonier hängt von Stärke und Fähigkeit ab, ne? Normalerweise ist so, Stärke beeinflusst halt den Schaden, ne, den man macht, und Fähigkeit beeinflusst die Treffsicherheit, ne? Und Magiekanonier funktioniert irgendwie so, dass die Stärke von Fähigkeit, also Behendigkeit, abhängt und die Treffsicherheit hängt von Stärke ab, also genau umgedreht. Und ja, ich habe sie mal zum Dings gemacht, zum Magiekanonier, so zum gucken, wie ihre Werte so sind, ne? Die sind nicht so gut, weil sie hat nur 10 Fähigkeit, sie hat sehr viel Treffsicherheit wegen ihrer hohen Stärke, aber sie macht so gut wie gar keinen Schaden. Also ein Magiekanonier willst du eigentlich jemanden, du willst jemanden zum Magiekanonier machen, der eine Menge Fähigkeit, also Behendigkeit hat, ne? Alfred zum Beispiel. Alfred wäre zum Beispiel ein guter Magiekanonier. Ich habe irgendwie gehört, Butchern soll irgendwie sehr gut sein, weil er irgendwie viel Stärke und Fähigkeit hat, ne? Stimmt das? Irgendwie, ja, er hat Stärke und Fähigkeit 20. Von daher wäre das irgendwie vollkommen egal, ne? Also er ist irgendwie mal so ein Musterbeispiel gewesen, weil ich so gefunden habe, sie war eigentlich auch nicht schlecht. Aber ja, ich habe mich dann doch entschlossen, Madeline einfach so zu lassen, ne? Haben wir eben zwei Generäle, die Äxte benutzen, was soll's. Es ist nicht so, als hätten wir einige Klassen nicht doppelt, ne? Wir haben zwei Schwertmeister, wir haben zwei Weise, ne? Er hat mehr Stab als sie aus irgendeinem Grund. Wir haben zwei Diebe. Es ist, macht den Kohl jetzt auch nicht heiß, finde ich. Berserker haben wir auch zwei, glaube ich. Ne, Krieger haben wir zwei, ne? Von da egal. Ich hätte es lieber gehabt, wenn sie irgendwie als Schwertgeneral oder so reingekommen wäre. Dann hätten wir nämlich alle Generäle von jedem Waffentyp. Da wäre nicht schlecht gewesen. Aber dann verliert sie irgendwie ihren S-Rang in Axt. Und ich weiß ja nicht, ob wir irgendwann noch so eine super Axt bekommen oder so. Und ja, ich lasse sie einfach so, wie sie sind. Ich will sowieso alle Charaktere immer in ihre Standardklasse lassen. Nicht irgendwelche komischen Kombinationen auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel immer gehört, Anna hat irgendwie den höchsten Magie-Wachstum. Ich meine, hier sieht man das nicht, weil sie halt ein Krieger ist, ne? Aber wenn man sie zu einem Magier machen würde, dann würde sie irgendwie die meiste Magie von allen Charakteren haben. Deswegen tun viele Leute irgendwie sagen, Anna ist eine perfekte Magierin, ne? Irgendwie die stärkste Magie im Spiel, ne? Aber von daher, ich lasse jetzt die Charaktere so, wie sie sein sollen, ne? Ich bin nicht so ein Fan, irgendwie so Charaktere in so komischen Klassen irgendwie reinzuschicken, die gar nicht waren. Ich lasse halt immer mehr so. Ich, keine Ahnung, das nimmt irgendwie so, weil ich meine Immersion irgendwie so raus. Das ist hier so meine. Ich weiß gar nicht, was Immersion auf Deutsch heißt, ne? Immersion ist irgendwie so weit nicht, wie sehr man sich in das Spiel irgendwie so vertieft, nehme ich an, ne? Meine Vertiefung ins Spiel ist dann irgendwie, weil nicht ein bisschen ruiniert, wenn ich irgendeinen Charakter in irgendeine Klasse reinpacke, mit denen die irgendwie nichts zu tun haben oder so. In japanischen Rollenspielen jedenfalls. Was packe ich hier rein? Ich habe keine Ahnung. So. Ich möchte noch zwei Sterne mindestens bekommen. Komm schon. Danke. Heilmittel kriege ich immer durch dieses Weibernreiten hier. Und da ist halt kein Problem. So. Dann gehen wir natürlich noch was essen. Ne? Vielleicht kriege ich ja irgendwie noch einen Support dadurch mit den neuen Charakteren. Und ja, dann gehen wir schon auf ins nächste. Ich wollte sagen Story-Kapitel, aber nee, wir gehen zum nächsten Paralog, ne? So, wir haben hier einige neue Charaktere.
Mit wem will ich denn? Ich würde sagen, die beiden als erstes, ne? Die irgendwie die wichtigsten sind. So, das ist doch nicht schlecht. Aber das mag Nell nicht so. Ja, komm schon, da wäre perfekt gewesen. Ich hätte gerne Geschicklichkeit. Geschicklichkeit ist immer das Wichtigste. Dann nehmen wir zwei andere. Nehmen wir Celestia und Gregory. Nehmen wir Celestia und Madeleine. Celestia und Nell. Ach, komm schon, Mann. Celestia und Rafael. Ich glaube, die können alle miteinander supporten, ne? Gar nicht drauf geachtet hier. Gregory und Madeleine. Was meine Geschicklichkeit, Mann? Einfach nur ein gebratener Fisch, was? Na, komm schon, Mann. So, ich könnte den zwei Geschicklichkeit geben, das wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Na, das ist so gut. So, ich hätte lieber Magie anstatt Resistenz. Ja. Wenn das hier reinhaut, wäre natürlich gut. Was ist das? Nusskuchen. Obst, ne? Also ich verwende, die können alle untereinander supporten, wenn ich mich irre, ne? ごくじょうのお品を用意いたしました。あ、そうだ、ファイナルファンタジー。オッケー。味が薄いが食えんことはないな。 Sieht aus wie so ein Weißmagier aus Final Fantasy. So, und ich habe trotzdem meine Resistenz bekommen. So, und diesmal weiß ich aber ganz genau, dass die, ich habe da beim letzten Mal immer noch nicht nachgeguckt, dass wir halt Bonus bekommen vom Essen. So, jetzt haben wir noch drei Unterstützungsgespräche. Ne, zwei. Ne, drei. Wenn nicht. Machen wir erstmal. Ja, machen wir die beiden. Da brauche ich denn gar keine Geschenke geben. Cool. やってしまいました。本に傷はついてないですね。よかったです。早く拾わないと。何やってんだよ、神竜様。片付けを頼まれて手伝っていたんですが、途中で盛大に転げたってか。こんな一遍に運ぼうとしたらバランスも崩す。 Ich kann nur in einen Drachen fallen könnte, ne? Warum geht das überhaupt nicht? Warum können wir uns nicht in den Drachen verwandeln? Ich habe so das Gefühl, wäre das so ganz am Ende, ne? Das ist irgendwie so das letzte, was wir tun im Spiel, ne? Er ist ein Drache. So. Ist übrigens aufgefallen, Gregory bzw. Gris sind die einzigen Charaktere mit grünen Haaren im Spiel, ne? Weil grüne Haare werden immer gleichgesetzt mit Drachenleute oder Lachen, Leute mit göttlichem Blut oder irgendwie sowas. Das ist irgendwie so eine Anspielung sein. Und Celestia und wie ist Saphir, ne? Die sind ja auch Drachenleute, ne? Also müssen die sich ja irgendwie auch irgendwie verwandeln können in Drachen, ne? Ich weiß es nicht. Egal. Ich schmeiße schon wieder einige Theorien raus, die wahrscheinlich irgendwie eintreffen werden, ne? Ich halte einfach mal meinen Mund. ああ、そうか。貴様は確か主欲。その鋭い眼光におっかない口調。イル様だった時とは本当に大違いだ。その名を軽々しく口にするのは寿命を縮めるぞ、グレゴリー。やっぱりあの頃のあんたは俺たちに優しくしてくれたあんたは演技だったんだな。だとすればどうする？ 今後 貴様にはこう話せば満足か。あえて嬉しいよ、グレゴリー。この世界でも頑張ろうね。
Warum hat er sich uns nochmal angeschlossen? カタキウチなんて俺の柄じゃないさ。触らぬ神とじゃ理由には祟りなしってね。つまるところ特に用はない。ならばもう我には話しかけるの。もはや貴様など利用価値のなくなった存在だ。へえへえ、わかりましたよ。俺ももう二度とあんたに利用されるのはごめんだ。だけどラファールさま、あんたに一つだけ聞いておきたいことがある。 Okay. So, dann mal gucken, wie er uns gegenüber ist. Hey, was geht? Na? 何か用か、新竜。再会してからゆっくり話す時間がなかったので、改めてお礼が言いたいと思いまして、ソラネルに。ここへ来てくれて、本当にありがとうございました。約束だったからな。奇跡が起こったその時は、再び会おう。姉さんは無事に目覚めた。約束を保護にすることは、 その奇跡を無下にするにも等しいこと。だから我はここにいるだけだ。わざわざ礼を言われるようなことではない。だとしても、ラファールには助けられていますから。お前は本当に物好きなやつだな。お前らを騙し傷つけた我に手を差し出すなんて本当にどうかしている。そうでしょうか。私はただラファールに 幸せになってほしいと思っただけです。兄弟がすれ違ったまま終わるのは悲しいですから。それにラファールがどう思っていようと、私はラファールのことが好きですので。そういうことを本人に言うか。普通どうしたんですか。うるさい。お前にはお前の役目があるだろう。 Okay, mein Charakter ist einfach zu doof irgendwie. Oder zu naiv, wie Rafael sagen würde. Um zu checken, dass er irgendwie nicht unser Freund ist. Aber unser Freund sein will. Da habe ich hier noch irgendwie was. Weiß nicht, ob ich dann jetzt nachgucke. Ja. Ah, jetzt habe ich aber Bandfragmente. Ich hatte irgendwie noch 1000. Ich glaube, ich hatte aber noch gerade genug, um alle meine Sachen hier so nicht mehr vorgenommen habe zu leveln. So, dann können wir ja. Habe ich den Brunnengott besänftigt? Ja, ne? Ist wieder ein paar Tage her, ne? Weil vier Parts hatte ich irgendwie 4 Tage Ruhe, so das Spiel zu spielen. Da ging das wäre irgendwie so eine Qual, das Spiel zu spielen, aber gut. Ich bin ein bisschen draußen gerade. So, finde ich gut, dass wir jetzt trotzdem ein paar Support-Dinger freigeschaltet haben mit unseren neuen Charakteren. Wie funktioniert dieses Spiel nochmal? So, wir machen heute weiter. Ich hatte mich schon geistig darauf vorbereitet, heute Celicas Nebenquest zu machen. Aber dann bin ich hier die Dinge alle nach, so dann bin ich hier diese Dinge alle hier abgegangen und habe noch gemerkt. Ja, warte mal, wir haben ja noch Royce neben Quest. Den gibt es ja auch noch, ne? Das heißt, wir haben noch eine Menge ja vor uns, ne? Wir haben diese Nebenquest, wir haben diese Nebenquest, diese Nebenquest, diese Nebenquest. Also Royce, Celica und Marv. Und was auch immer das jetzt. Ich nehme an, das ist für meinen Charakter. Weil mein Charakter ist ja jetzt auch ein Dings hier. Ein Emblem, ne? Das heißt, wir haben noch 1, 2, 3, 4 Nebenquests. Und falls noch irgendwelche andere danach kommen, ne? Also wir haben noch 4 Nebenquests. Wir haben noch 2 DLC-Quests. Das sind 6. Und dann, je nachdem, wie viele Quests noch in der Hauptstory kommen, ne? Ich würde jetzt mal sagen, 25 oder 26 mindestens, ne? Also die durchschnittliche Dauer von einem Fire Emblem.
Das 1, 2, 3, 4. Wir sind jetzt bei 23. 4, 5, 6. Nehmen wir mal jetzt an, 26. Das heißt 7. Das heißt, so unter 10 Kapitel haben wir noch. 9 Kapitel haben wir dann noch. Alles klar. Und je nachdem, wie lange die sind, kann das natürlich noch umso länger oder kürzer dauern. Ne? So, Erfahrungsstufe Level 10 sind wir. Außer mit unseren neuen Charakteren. Die sind noch alle Level 1. Da wird jetzt eine kleine Hürde sein, die erstmal hier hoch zu leveln. Ich habe denen alle bei Levs Fähigkeit gegeben, damit die mehr Erfahrungspunkte bekommen. Und die Bandgespräche, die gucken wir uns am Ende dieses oder nächsten Parts an. Ich nehme mal sehr stark an am nächsten Part, je nachdem, wie lange das hier dauert. Vielleicht auch am übernächsten. Und ja, die ganzen Bandgespräche gucken wir uns danach an. Das sind eine Menge. Aber fürs Erste gehen wir hier rein und machen die Nebenquest für Roy, der Schrein des Siegels. Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Roy und Schauplatz einer Prüfung für den Wirmgott. So. Gehen wir da rein. Und ich tue jetzt nebenbei mal kurz meine Zugbrücke hier senken, beziehungsweise meine Rodoros, weil ich das vergessen habe. Also, eine Sekunde. Der junge Löwe! Na, wir haben 21 Uhr. Und in der Zeit, während ich das Kapitel spiele, werden wahrscheinlich ein paar Stunden vergehen, dann wird noch dunkler. Dann wird hier jeder reingucken können. Und da habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock, wieder mit jemandem zu reden, der irgendwie an mein Fenster klopft. Letztens in meinem Dragon Ball Z Let's Play. Jemand wortwörtlich an meinem Fenster geklopft hat und sich mit mir über Dragon Ball Z unterhalten hat, so ein paar Minuten. Wenn mich gefragt habe, hey, was ist das für ein Spiel? Aus irgendeinem Grund kann man irgendwie seitlich irgendwie sehen. Was ich hier am Zocken bin, wenn es dunkel draußen ist. Ja, Murdoch, der Name sagt mir was. Murdoch war da irgendwie so die rechte Hand des Hauptbösewichts, ne? Fire Emblem 6. Und ein Charakter in Fire Emblem 7, als er noch jünger war. Bei Fire Emblem 6 weiß ich übrigens auch nicht so gut. Auswendig. Fire Emblem 6 war eines der schwierigeren Fire Emblems. その相手はマードックではなくて、僕という訳さ。マードック。見事僕を打ち破ってくれ。そして、より大きな力を君に貸すことができる。お願いできるかい？わかりました。あなたと戦います。きっと打ち勝ってみせますよ。 Alles klar, komm her. Das ging relativ schnell. Ich glaube, die Embleme sich immer so kurz fassen. So. Wenn ein Charakter 100 Erfahrungspunkte gesammelt hat, erhöht sich sein Level und seine Grundwerte. Und wenn du Pech hast, nichts. So, es sieht nach 12 Charakteren aus. Perfekt. So, das Problem ist, ich habe mich jetzt so um Celica irgendwie so ein bisschen herum gearbeitet, so equipmentmäßig. Also ich habe niemanden Celica gegeben, aber als ich heute angefangen habe aufzunehmen, ist mir aufgefallen, warte mal, wir müssen noch gegen Roy kämpfen. Das bedeutet, ja, ich muss wahrscheinlich irgendjemanden anderen jetzt hier gleich benutzen und aufstellen. So, warte mal, hier, lass uns mal hier gucken. Fire Emblem 6, diese Map kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Übrigens, ich habe, glaube ich, Fire Emblem 6 mal angespielt, aber Fire Emblem 6 war eines der schwierigeren Fire Emblem Spiele. Und das war übrigens auch eins von wenigen Fire Emblem Spiele, wo die Verstärkungstruppen im nach dem eigenen Zug aufgetaucht sind, ne? Also für unerfahrene Spieler hört sich das jetzt vielleicht nicht so schlimm an, aber das ist das Schlimmste, was du machen kannst im Fire Emblem. Jetzt stellt sich mal einer vor, ne? Hier kommen Verstärkungstruppen, ne? Hier kommen Verstärkungstruppen, ne? Und Verstärkungstruppen im Normalfall im Fire Emblem funktionieren so, ne? Die kommen, oh, ich habe ihm Roy gegeben, weil er hat jetzt niemanden mehr ausgerüstet, sehe ich gerade. Verstärkungstruppen kommen normalerweise immer am Ende des gegnerischen Zuges, ne?
Das hat den Grund, damit ja Verstärkungstruppen nicht direkt agieren können, sobald sie aufgetaucht sind. Ne? Wenn die am Ende des gegnerischen Zugs nämlich kommen, dann ist der Gegner nämlich mit seinem Zug schon zu Ende. Und dann kommt irgendwie so hier Verstärkungsrum, 1, 2, 3 Leute, ne? Und dann bist du wieder direkt am Zug, ne? So machen es die meisten Fire Emblem Spiele, was auch gut ist, ne? Fire Emblem 6 allerdings hatte Verstärkungstruppen, die aufgetaucht sind nach dem eigenen Zug. Und das funktioniert dann mehr oder weniger so, ne? Du bist gerade mit deinem Zug fertig, hast zum Beispiel einige Charaktere hier platziert, ne? Denkst du so, okay, ich bin vorbereitet, Zug Ende, ne? Aber weil die Verstärkungstruppen nach dem eigenen Zug kommen, tauchen dann direkt hier so, so 3, 4 Leute auf, ne? Und der Gegner fängt mit seinem Zug an. Und die Verstärkungstruppen können sich natürlich in dem Zug bewegen, in dem die aufgetaucht sind. Das heißt, du machst einfach irgendwie, du spielst einfach dein Spiel, denkst du so, oh, ich platziere mal eine Einheit hier hin, ne? Und dann mitten aus nichts, so 4, 5 Leute, ne? Gegner fängt mit seinem Zug an, tot. Und du kannst nichts dagegen machen, weil, was willst du dagegen machen, ne? Das ist voll unfair. Deswegen macht man sowas nicht hier in Fire Emblem, ne? Weil, darauf kannst du nicht reagieren. Da kannst du noch so gut in dem Spiel sein, wenn du irgendwie Verstärkungstruppen nach deinem eigenen Zug kommen, dann kannst du nichts dagegen machen, wortwörtlich. Das war dämlich gemacht. Deswegen macht das auch niemand. Deswegen mag das auch niemand. So, Pandreo, ich, boah, bitte sag mir, du hast Celica halbwegs gelevelt. Oh, Gott sei Dank. Weil ich habe meine Charaktere jetzt hier so ausgerüstet, damit die so um Celica irgendwie sind, ne? Weil ich gewusst habe, ja, wenn wir gegen Celica kämpfen, dann kann ich ja Celica nicht benutzen, ne? Aber dann habe ich gemerkt, oh, warte mal, ich will vielleicht lieber Royce Quest erstmal machen, ne? So. Na gut, er ist mein Hauptcharakter, ist jetzt der einzige, der jetzt hier nicht Dings hat. Und ich habe, man hat vielleicht gerade gesehen, ich habe jemanden Camilla ausgerüstet gegeben. Ich habe Andreo, glaube ich, Camilla gegeben. Weil wir sind mittlerweile so an dem Punkt, in dem es sowieso egal ist, ne? Ob ich jetzt irgendwie den DLC-Embleme ausrüste oder nicht. Ich habe jetzt schon DLC-Charaktere auf meiner Seite, die alle übrigens 10 Level unterlevelt sind. Weil da wird ein Spaß, ne? Da wird ganz schön schwierig, ehrlich gesagt. Deswegen, ja, habe ich mir einfach gedacht, okay, gibt es einfach irgendwie Charakteren DLC-Embleme, ne? So, wir haben jetzt noch ein Emblem übrig, das wir verteilen können. Und ich gebe dann einfach mal irgendeinen, ja, der DLC-Ringe, meinen Hauptcharakter. Mein Hauptcharakter werde ich sowieso nicht so ausgiebig benutzen, weil er schon Level 15 ist. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erst meine anderen Charaktere alle leveln. Ich würde schon fast Edelgard geben, ne? Von Edelgard, Dimitri oder Claude zu verwenden, auf Kosten einer eigenen 50. Habe ich da nicht schon mal irgendwann benutzt? Das kommt mir bekannt vor. Na gut, dann gehen wir dir mal Edelgard. Warum nicht, ne? So, alle anderen Charaktere sind vorbereitet und ja, wie gesagt, die sind alle 10 Level unter, aber eigentlich hier vorgesehen ist vom Spiel, ne? Ich meine, sie ist Level 20, meine beiden Drachen sind auch Level 20, aber die beiden sind auch mit, aber mehr oder weniger Level 20. Die sind halt nur eine erfahrene Klasse, das heißt, sie sind Level 20-1. Und die sind halt Level 20, ne? Das heißt, die können auch bis Level 30 oder 40 oder was auch immer das Maximum ist. Roy hatte, glaube ich, gerade Level 40. Also nehme ich mal an, Level 40 ist das Maximum. Was bedeutet, meine Diebe und mein Tänzer, die sind alle auch unterlevelt, ne? Aber wie geht denn da bitte schön? Die bekommen doch gar nicht so viele Erfahrungspunkte. Jetzt Zellkopf ist erst Level 26, ne? Und er ist Level 25. Kommt mir irgendwie so komisch vor. So, er hat als einziger nicht respektive Lehrkraft, weil er als Level 15 ist. Er wird nicht so viele Erfahrungspunkte bekommen. So, alle bis auf, ich glaube, Rafal, weil er schon von Bylef hier respektive Lehrkraft hat. Also ja, ich habe jeden hier mit Bylef trainieren lassen, damit die alle Erfahrungspunkte bekommen. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie gucken, ob wir das hier schaffen. Hier sind eine Menge Dracheneinheiten. Cool. 124, 124, wenn ich hier jemanden hier hinpacke. Oder hier. Da wäre nicht schlecht, aber da komme ich nicht hin. So, wir haben ja Louis, ne? Der hat eine Menge Verteidigung, der hat 42 Verteidigung, der kann wortwörtlich alles hier tanken. Okay, cool.
das habe ich, ich habe jetzt immer noch nicht die Charaktere alle nachgeschaut, ne? So, Roy ist natürlich der schwierigste von allen, der wird wahrscheinlich sowieso irgendwann auf uns loskommen, ne? Ich kenne das doch. So, Meteor. Und ja, ich habe mich dagegen entschieden, hier irgendjemanden zum Magie-Kartenturnier zu machen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da wird das Spiel ein bisschen zu vereinfachen, ne? Außerdem weiß ich nicht, wen ich das machen soll. Das Problem ist, wenn ich jemanden zu einem Magie-Kanonier mache, dann fangen die wieder auf Level 1 an. Was nicht schlimm ist, weil die behalten immer noch ihr Wert und also was war. Das bedeutet, dieser Charakter wird am Ende des Spiels irgendwie deutlich stärker sein als jeder andere, weil er schon wieder auf Level 1 angefangen hat und dann wieder Erfahrungspunkte und Level und so was alles bekommt, ne? Das gefällt mir irgendwie nicht. Deswegen weiß ich nicht, lasse ich da einfach. So, wir haben hier zwei Magier. Ich habe 39 Schaden. Irgendjemand, ich glaube Gregory oder Pandreo hatten. Ja, du hast eine Menge Resistenz. Aber du bist, glaube ich, auch voll langsam, ne? Nö, bist du nicht. Du machst 36 Schaden. Du machst 8 Schaden. Ja, Pandreo ist der Einzige, der irgendwie da reingehen kann, glaube ich, ne? Dann pack ich Pandreo hier hinten, ne? Da kümmert sich um die. Pack ihn vielleicht daneben für mehr Schaden, ne? Dann haben wir hier die Silberäxte, Drachenleute. Ich meine, da muss ich ja eigentlich nur Louis hinpacken, ne? Louis ist der Einzige, der jetzt hier reingehen kann und die alle anlocken kann. Die kommen dann wahrscheinlich danach direkt auf uns los, ne? Ich weiß nicht, ob ich alle von denen anlocken will. Ich habe, glaube ich, genug Leute, die sich um die alle kümmern können, ne? Ich habe Anna mit einem Bogen. Ich habe kein Elfenwind hier irgendwo dabei. Ich habe eine Menge Dracheneinheiten gesehen. Ich glaube, Dracheneinheiten waren sehr geläufig im Fire Emblem 6, ne? Das heißt, warum gebe ich dir Elfenflut? Ganz sehr. Ich habe gar nicht so viel Elfenwind. Oh, hin. Okay, dann gehen wir der Wind. Obwohl du besser wahrscheinlich nicht gebrauchen können, weil. So. Okay, das Ding. Warum sollte ich jemals ein Eisenschwert benutzen? Was habe ich hier eigentlich gedacht? Weil Eisenschwert ist schwächer, aber tut hat die gleichen Werte. Warum sollte ich jemals ein Dings benutzen? So, IB habe ich nicht dabei, ne? So. Da können wir zuerst ja nach rechts schicken. Kagetsu kann sich auch eigentlich um die kümmern, ne? Er hat eine Ausweich von 91. Da kann er bestimmt auch gegen die Leute da ankommen. 33. Sie können eigentlich auch tanken. Wow, sie hat eine Menge Verteidigung, sehe ich gerade. Für einen Helden. So. Kann ich auch mal einen anderen außer Gregory dahin schicken, der hat hier tanken kann. Wir hätten noch eine Pandreo. Ne, Pandreo wollte ich dahin schicken, ne? Pandreo, ja. Pandreo schicke ich hier hin, mein Hauptcharakter. Und der Rest kümmert sich dann rechts um die. Dracheneinheiten. Ich nehme an, die kommen alle auf mich los, ne? Dann gehst du auf die los. So eine Orkanaxt, die ist doch effektiv gegen fliegende Einheiten. So, laufen der Briten Einheit, Ritter herum. Ich habe genug Magier. So, ah nee, Anna hat die Orkanaxt. Na, warte mal, gehen wir ihr lieber die Orkanaxt, weil Anna hat schon was gegen fliegende Einheiten, ne? Anna hat schon ihre Bögen hier für die fliegende Einheiten. Ja, in der rückblickend betrachtet ist das voll dämlich, ihren Ding zu geben. So, ach ja, die Hauptwaffen von denen habe ich übrigens auch einmal hier hochgeballert. Hat dann irgendwie nur so ein Silber so gekostet, was nicht so viel ist. So, allerdings haben die nicht die Werte, die ich wollte. Ich hätte gedacht, er wird irgendwie mehr Treffer bekommen, wenn ich halt auflevel, aber er bekommt nur mehr Stärke und sie bekommt mehr Treffer mit ihrer Lanze. Also genau die falschen Werte, die ich haben will mit denen. Also ja. Ja gut, ich würde sagen, dann war es das, ne?
Na, Edelgard ist auf Level 1, aber was soll man machen, ne? Ich rechne sowieso nicht damit, dass ich jetzt hier eine Menge Kämpfe mit meinem Hauptcharakter mache. Das heißt, er wird sowieso nicht so viele Dings bekommen. So, gut. Der junge Löwe. Alles klar. Weiß nicht, wie schwierig das ist. Also, das DLC war schon relativ happig. Von daher, was auch immer jetzt kommt, das Excalibur hätte ich gerne noch. Von daher, da war schon ein riesiger Sprung in Sachen Schwierigkeit, ne? Deswegen weiß ich nicht, ob hat jemand hier. Ich werde glaube ich eher Wind benutzen, ne? Na komm, egal. Ich habe es im Konvoi, von daher egal. Also im Gegensatz zum DLC wird das ja wohl nicht so schwierig sein, ne? Ich habe jetzt wieder meine eigenen Charaktere. Ich habe jetzt wieder voll Kontrolle über alles, ne? Von daher boom. Kimi nara kono senjou o dou koryak suru no kana? Tanoshimi ni shiteru yo. Ja, guck mal, wie das hier abläuft, ne? Ich weiß natürlich, ich tue mich hier schon wieder hier selber hier, wie nennt man das, jinxen, indem ich das sage, aber die Musik kenne ich. So, was ist eure Ausweich? Aber der wird nicht so gut treffen können. Oh, ich hätte eigentlich gedacht, du könntest mehr Leute hier anlocken. Das ist ein bisschen enttäuschend. Da kann ich auch direkt hingehen. Ach so, ein WM-Töter. 32. Du machst 15 Schaden. Wenn du da ein bisschen krittest, wäre natürlich nicht schlecht. Außer du hast einen WM-Töter. Silberklinge wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Kein Erstfolgange für mich hier. Regel mit dem Baudau. Baudau. Okay, wenn ich sowieso nur einen anlocken kann, dann gehe ich halt mit ihnen da rein, ne? Okay, so wie dazu. Na, Luis hat jetzt nicht so gebracht. So, dann packen wir dich hier hin, ne? Habe ich gesagt. Jetzt gar nicht auf Heilstäbe geachtet, aber ich glaube, ich habe genug. So, dich packen wir hin. Jetzt der Gegner schon ferngefroren, sagt kein Schaden. Au. Ah, aber ich kann so Band-Erfahrungspunkte bekommen. So, hat irgendjemand noch Support mit Pandreo? Für mehr ausreichend, also was? Nö. Ehrlich, niemand mag Pandreo. Niemand mag Pandreo. Ruhe, niemand mag mit aus. Ich kann auch Celestia eben packen, mit so ich darüber nachdenke, ne? Aber sie wird dann wieder von allen, ja. Das wird sie nicht überleben, ne? 41, ne? So, ich pack, weil die Situation sieht ein bisschen happig aus. Ich pack Raphael mal dahin, ne? Damit er zur Not tanzen kann. So, und ihr kümmert euch dann um diese ganzen Drachen einleiten. Jetzt vielleicht kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir niemanden hier brauchen werden, außer Pandreo und vielleicht, was macht sie noch mal? Steinader. Oh. Ich habe einen Schritt hier vertan, natürlich. Okay, cool. Ja, natürlich habe ich ihr Coin gegeben. So, muss ich natürlich noch jemanden haben, der jetzt hier die Magie erledigt, ne? So, du hast eine Menge Resistenz. Ah, du bist auch Gregory. Aber dich brauchen wir wahrscheinlich gleich hier, ne? So, dann packen wir dich mal hier hin. Und dich hier hin. Ja. Da dürfte jetzt eigentlich nicht so
schwierig sein, ne? Nicht am Doppeln, leider. Ja, ist so ungewohnt, jetzt wieder so eine normale Quest zu machen, ne? 72 kriegt Chance. Warte, ich glaube, ich habe nicht richtig getroffen. Nee, normale Musik und so weiter, alles zu hören, meine Charaktere mit ihren üblichen Waffen und so zu sehen, nicht schlecht, ne? So. Oh, und da kommen sie auch noch, ist klar. Weil wie aus den Legenden. So einen habe ich noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass in diesem Spiel überhaupt Weibern vorkommen. So, das ist natürlich wieder so, aber die sind nicht so. Okay, doch. 39. Mann. Aber ist okay. Solange ich hier niemanden hinpacke, der jetzt hier vollkommen zerstört wird. So, ich würde glaube ich in den Wäldern hier gerne reingehen, aber ich erreiche natürlich niemanden hier. So, wer hat, du hast Raphael, du hast Beilef, ne? Also ich meine, einfachste wäre natürlich hier in die Wälder abzuwarten, ne? Aber da besteht trotzdem immer irgendwie das Problem, dass ich vielleicht drauf gehen könnte mit irgendjemanden. Okay. Werd wahrscheinlich nicht darum herumkommen. Ja, er kann doch nicht mal zu tanzen, weil sind eine Menge Gegner. Nur wie mache ich das? Wenn ich hier so mache, wäre eigentlich nicht schlecht. Ne? Ja. Ich könnte auch mit wo ist er? Mit Moos Zephyr. Hier will ich wahrscheinlich hier die Leute erledigen, wenn ich das überhaupt kann. Nee. Also ich mache Dinge hier. So, ihn habe ich Marv gegeben, genau. So, ich meine 72 wirst du ja definitiv einmal hier kritten können, ne? Mit Anna kann ich ja noch mit dem Bogen erreichen, ne? Na, guck mal, ja, Stück. Ja, 72, ne? Eine Menge Crit-Chance. 3 von 4 Angriffen müssten theoretisch Crit sein. Ich bin schon ein bisschen verwundert, dass wir nicht dieses eine Thema hören vom Fire Emblem 6. Das immer so. Geht. Deswegen hat meist wiederholste Thema überhaupt. Da wird man irgendwie, weiß ich nicht. Das hat man so oft in dem Spiel. Das wäre irgendwie halt einfach das einzige Thema. Ach, er kann mit dem Ding auch werfen, stimmt. Da, die beiden sind natürlich ja nerviger, ne? Mache ich dagegen. So, du bist nicht schnell genug, um zu doppeln. Ich, solange ich eigentlich Charaktere hier rein platziere, die nicht mit 2 Treffern down sind, solange ich okay, ne? 39, das heißt, sie ist down. 39, das ist 24 mal 2 und sie hat auch Mikaya. Ich glaube, mit ihr will ich nur heilen dann. Boah, wie ist dieses erste Kapitel allein jetzt schon so nervig? Ja, sie hatten wir am Töter, cool. Ich kann aber niemanden erreichen. So, ich glaube, ich muss mit meinem Hauptcharakter hier ein bisschen aufräumen.
Wärst du stark genug, einen Schlag ihm zu erledigen? 16 mal 2. Ja, 26 ist ein bisschen zu wenig. Okay, hier, das machen wir jetzt, ne? Wir machen das hier. Leichtlanze. Ich werde wohl nicht darum herumkommen, Dings einsetzen zu müssen. Mikaya. Was nicht schlimm ist, weil das sind eine Menge Erfahrungspunkte. So. So, da müssen wir leider ein bisschen Erfahrungspunkte hier verschwenden und ihn hier kaputt boxen, ne? Ist hier mit Dings kaputt? Nö. Oder tust du One Shot mit? Nein. So viel Schaden machen wir leider noch nicht. So. Müssen wir dich kaputt boxen. Dösch. 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 So wenig Erfahrungspunkte. So, und du bist auf jeden Fall nicht tot, ne? Du bist schnell genug, 24, du doppelt sogar. Du machst, ich brauche gar nicht Dings einsetzen, sehe ich gerade. No. So, wenn ich dich hier hin platziere, ne? Ich werde eher den hier machen, ne? Nee, 17 heilt sie. Ah, gucken wir erstmal, was hier noch so passiert, ne? So, was ich gut finde ist, sie kann Gegner mit Langbogen töten. Das ist nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen auf dich los, ne? Oh, sehr cool. Sehr cool. So, jetzt kann ich auch was weit Glück. Aber Glück, oder? So. Nee, dich brauchen wir. Ich muss mal darauf hoffen, dass du mit der Orkanaxe triffst. Dann werde ich doch wahrscheinlich mit Kai einsetzen müssen. Außer er kriegt jetzt gemacht. Sag. Erster Kill mit Madeleine. Guck mal, wie viel Erfahrungspunkte sie bekommt, ne? So, ah ja, stimmt. Geschicklichkeitsdieb. So, dann müssen wir mit Raphael tanzen. Ne? Geht nicht anders. Ja. Ich meine, ich bin vier Leute. Ah, jetzt soll's, ne? Ich glaube, in der Zeit, bis Roy auf uns kommt, werden wir schon wieder genug Banddingens, Leiste, was auch immer bekommen, um das wieder zu füllen, ne? Ich nehme an, bis zum Ende bauen wir noch, ne? Seid Zeuge meiner Macht, göttlicher. Das ist übrigens ein sehr gutes Level up. So. Mit was kannst du? Mit Tomahawk. Na, halt. Wenn das so funktioniert, wäre das natürlich nicht schlecht, ne? Voran! Okay. Damit Madeleine den trifft. So. Irgendwie hat der Tanz jetzt halt nicht so sehr gebracht. Ich bin eigentlich nur für Madeleine jetzt einmal getanzt. Sie bekommt so viele Erfahrungspunkte. Sie bekommt so viel Geschicklichkeit. Rivalität, was? So, So, was ich natürlich machen kann, ist jetzt wieder. So,
So, lief sehr viel besser, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Besser wäre natürlich, wenn sie jetzt hier noch ihn erledigen könnte, ne? Aber geht leider nicht. 24. So, da haben wir noch einen Magier mit Bolganon. Bevor die mir ja gleich nervig werden. Ich glaube, du kannst dich um den kümmern, ne? Schaff's halt doch, dich um den zu kümmern, ne? 39, das ist jetzt nicht so viel, ne? Aber die Drachenader wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ich muss mit Rekaya einmal hier links einsetzen, habe ich so Gefühl. Ah, Geschicklichkeit 17, sie wird definitiv ihn erledigen können, ne? Haben wir den hier, ne? Stimmt, den Sonnenbogen haben wir ja auch noch. Bringt jetzt nicht so, aber gut. Kommen wir zum dich. Aber wenn ich hier Dings gegeben hätte, dann wäre... Ah ne, du hast nur Wind. So, ich gehe mal hier hin. Weil sie halt auch aus, ne? So, wer läuft denn jetzt hier in Gefahr zu frecken? 31, das sind 39, das sind 8 mal 2, das sind 16. Oh ja, sie ist sowas von tot. Das heißt, wir müssen relativ früh schon hier mit Makaya links einsetzen. Was nicht schlecht ist, ne? Weil Makaya bei Left, die geben viel Erfahrungspunkte. Wenn wir hier links einsetzen. Großes Opfer, ne? Deswegen habe ich den beiden auch bei Left und Makaya gegeben. Damit sie halt als Heiler fungiert. Schnelle Erfahrungspunkte bekommt und so, ne? Weil Left bekommt durchs Tanzen die Erfahrungspunkte. Ja, guck mal hier. Schon Level up. So. Na, dann muss ich dich natürlich hier wieder hochheilen. So, wir sollten eigentlich alle überleben, ne? Du überlebst das. Du überlebst das. Oh ja, du überlebst das. 39, mein Gott. Du kriegst eine Menge Schaden. Rafael könnte hier noch. Oh oh. Ja, einen Moment. Geschicklichkeit 16. Wenn ich dir die Dings gebe. Ja, warte mal, er wird gar nicht gedoppelt, ne? 15? Nö. Die haben Lanzen, die gehen aber wahrscheinlich sowieso eher auf Dings los, ne? Oh, jetzt keiner mit Schwertern. Dann packen wir dich hier hin, ne? Was sind die ja so blöd und gehen auf ihn los? Ich packe mal hier. So. Sollte eigentlich nicht. Ich meine, ich muss ja eindeutig nichts. Nichts anderes machen. Ich muss ja keine Dörfer retten oder Schatztruhen einsammeln. Von daher ist diese Level automatisch chilliger, ne? Okay. So, auf wen gehst du los? Auf Madeline. Ich habe keine Kritschung, Gott sei Dank. Verdammt, ich hätte ihre Waffe noch tauschen sollen. So. Oh, sehr gut. Dieses eine Mal habe ich vielleicht etwas Lob verdient. So, du gehst auf Rafael los. So, er trifft immer noch nicht. Ey, selbst fürs daneben hauen, da schon eine Menge Erfahrungspunkte bekommen. Okay. So läuft das hier ab. Ich verstehe. Okay. So, ist aber alles okay, solange ich irgendjemanden schon hier habe, der sich um die kümmert, ne? Mal kurz gucken. 91 ausweichen, ne? 91, das ist zu wenig. 24, das sind 33. Ich
Ich würde am liebsten irgendjemanden dahin packen, der die ganze Zeit tanken kann, ne? Oh, hier sind einige Ritter, sehe ich gerade. So. So, meine Priorität liegt natürlich darin, jeden erstmal hier. Oh, dann Amir ist effektiv gegen 76. Wie sieht es hier mit aus? Ja. Nehme ich. Also meine Mission wird jetzt erstmal sein, ja, all meine neuen Charaktere erstmal zu einem anständigen Level hier hochzuziehen, ne? Ich weiß nicht, ob das klar war, ne? Weil ich möchte nicht irgendwie in die nächste Hauptstory-Mission oder so reinpacken. Die werden von alles erledigt, weil die halt so schwach sind, ne? So, Orkanax, bitte einmal. Das ist immer so eine geringe Trefferchance. Ja, du kümmerst dich wieder um ihn. Ne? Kann ich nicht einfach... Na. So, ich mache erstmal den hier. Ne? Schleich mich da unten an die Ritter schon mal ran. Ich meine, nicht sowieso. Wenn ich den sowieso nicht erledigen kann, dann mache ich halt den hier, ne? So. Ja, weil die halt so ein niedriges Level sind, bekommen die natürlich von allen Leuten hier. Kriegen die ja für jede Aktion relativ viel Erfahrungspunkte, ne? So. Siehst du, und deswegen gibst du Charakteren am liebsten noch etwas schwächere Waffen, damit die halt besser treffen. Ja, die bekommen jetzt durch jeden zweiten Kill ja ein Level up, ne? So. 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehen wir mal hier hin. An den, ja, dann kümmert sich Gregory um den, ne? 35, 37, 14. Oh man, bist du langsam, aber ja, kommt sowieso keine. Na gut. So, am liebsten würde ich ja sie irgendwo packen, damit sie sich um die Leute da kümmert. Aber ich habe das Gefühl, die werden nervig gleich, ne? Da wird nervig, ja. So, ich lasse sie mal auf mich zukommen, ne? Am liebsten würde ich jetzt jemanden hier hinpacken, der sich um die alle kümmert. Jemand mit einer Axt, jemand mit einem Schwert. Ne, ich glaube, du wärst eigentlich nicht schlecht. Hast du hast den Wurmtöter. Sehr gut. Ich hoffe, der macht auch halbwegs Schaden. Gut. Sie hat eine Menge Verteidigung. Sie wird hat ja wohl 41. Das heißt, oh ja, sie wird hat ausweichen. Ne, das ist wieder eine andere Sache, aber so, benötigt ja jemand Heilung. Ich muss irgendwie Erfahrungspunkte hier bekommen. Oh, stimmt. Verdammt. Am liebsten irgendjemand, der schon ein bisschen höher gelevelt ist, für mehr Erfahrungspunkte. Ja. Oh, cool. So, ihn könnte ich natürlich auch einpacken, ne? Ich glaube, nachdenke. Haben wir mal hier hin. Können wir mal zwei starke Leute hier einpacken, ne? Ja, diese Schützen direkt neben diesen Ritter platziert haben, ne? Damit ich ja nicht hier hingehen kann und mich um die kümmern kann, ne?
So, eins, zwei. Ich kann da total reingehen, aber um die zu töten. So, mit ihm werde ich nicht heilen, weil Nell all meine Heilerfangspunkte braucht. Sieht schon wieder so nach so einem Kapitel aus, wo ich die ganze Zeit darauf warten muss, bis die Stärkungstruppen ja fertig sind. Ne? So, hier kommt auch los. So, solange die Leute in der Mitte sich nicht bewegen, ist noch alles okay. Perfekt. Hey, Dimitri, my man. Oh, oh ja, sie macht die platt. Sie hat auch nur Wünsche. So. Oh, da wird ein Massaker, ja. Yep. Okay, alles, was ich jetzt machen muss, ist erstmal hier ihn wegpacken. Und ja, sie wird jetzt von den vielen angegriffen. So, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich lasse die mal erstmal in Ruhe, ne? Nicht, dass die sich dann auch noch bewegen, obwohl das ist jetzt eigentlich auch kein Unterschied mehr, ne? Weil die werden jetzt alle in ihren Tod rennen, ne? 24. Was war da gerade? 41, das heißt, sie macht 13. Da ist doch eine Menge Schaden, ehrlich gesagt. Aber wenn sie wenigstens ein oder zwei von denen ausweicht, ist das eigentlich nicht schlecht, ne? Habe ich gerade einen Fehler begangen? Ich glaube, ich habe es doch gerade. Ich habe sie ja noch gar nicht bewegt. So, 8. Warum nehme ich 8 Schaden? Warum nehme ich 8 Schaden? Ich kann jetzt in Kampfgeschicklichkeit plus 5. Oh, aber. Ist egal. Warum nehme ich nur, warum nehme ich 8 Schaden? Ist das wegen Live? Ah, okay. Ja, okay. Ja, das ist perfekt dann, ne? So. So, die Leute allerdings. So, einen von denen kannst du ja wohl tanken, ne? Ich jetzt sagen, kannst du die tanken? 23, so ein von denen ist ja wohl tanken können, ne? 41, 17. Ich muss dich mal kurz heilen. Packen wir dich mal hier hin. Wir müssen jetzt alle Leute da rechts haben. Ich habe den genau in den falschen an der falschen Stelle hier wieder platziert. Weiß nicht, wie ich das schon wieder geschafft habe. Ich wollte die eigentlich. Ach, egal. So, wir bauen alle Leute rechts. Weil unten ist alles erledigt. Ja. Unten wird Rosemary die alle vernichten. Ja, Rosemary wird die alle zerstören. Du bist natürlich jetzt ein bisschen doof platziert, finde ich gerade. Kraftimpuls. Ich muss jeden Katze mit denen ja machen. So, wann hatte ich gesagt? Dich, ne? 23. Das sind 19, ne, 7, das sind 18 Schaden. Nur ist nicht gedoppelt, ne? Der eine Typ kann ich nur erreichen. Perfekt, machen wir dich. Treffst 100%, genau, das will ich sehen. Ist irgendwas gegen Drachen effektiv? Ja, aber das Ding ist zu schwer. Sein Gesichtsausdruck.
Ja, töten. Ja, voll. So. So, falls euch aus irgendeinem Grund dafür entscheidet, ihn anzugreifen, kannst du auch machen, ne? Jetzt hiermit aus. Einfach nicht mal. So langsam hätte ich doch vielleicht doch das Excalibur, ne? Da kann ich doch bestimmt aufnehmen, ne? Weil irgendwie. Nein, nicht das. Weil irgendwie bringt dieser Wind nicht. Das ist nur ein raus Lüftchen. So. Da. Haben wir den hier noch? Nee. Und ja. Aber da wird jetzt unschön für die. Da schaue ich das an. Natürlich mit jenen hier treffen, ne? So, mehr Verteidigung, sehr cool. Mehr Fähigkeit, das heißt, sie wird wahrscheinlich treffen jetzt. Das ist immer schön, wenn du so eine Einheit hast, die sich um eine Situation kümmert, ne? Normalerweise in Fire Emblem machen halt Leute immer mit ihren schon überlevelten Charakteren, ne? Dann schicken die ihre stärksten Einheiten irgendwo hin. Und diese kümmert sich dann um alles. So, weil er jetzt da ist, ruhig. Ich habe gerade Fähigkeiten noch gelevelt, Mädchen. Erfahrene, in Gänsefüßchen, vor allem dem Spieler, packen immer irgendwie voll ihre stärksten Einheiten irgendwo in eine Situation rein, die sich dann irgendwie um alles kümmern. Und ja. Das ist eine riesige Erfahrungspunktverschwendung, finde ich. So. Ja, die sind jetzt alle hier, aber sie können sich noch weiter um die Leute hier kümmern. Ich muss sie eigentlich nur da wegpacken. So. Situation immer noch im Griff. So. Und jetzt haben wir sozusagen alle Charaktere, die sich hier um das kümmern müssen. Gregory, kannst du jetzt mit Excalibur irgendjemanden erledigen? Oh ja, genau, da will ich sehen. Aber... natürlich reicht ab wieder nicht um einen Punkt. So. Mit ihr muss ich ein paar Mal angreifen, damit sie wieder ihre Dings gefüllt bekommt. Noch Flammen. Edelgard, irgendwas. So, ja, mach mal den hier kurz. Nicht töten. Danke. Dann gehst du hier. Dann gehst du mal hier rein. Ne? Triffst du damit eher ein AP wieder? Ey, das hältst du nicht aus hier. Ach, danke. So, ich glaube, ich muss Anna ja irgendwie noch parat haben für diesen einen. Weil den da unten wird ich glaube nicht erreichen können. Ja. So, also der Platz muss noch frei bleiben. Das heißt. Also ich muss irgendwie schaffen. Genau. Erstmal mache ich ihn ja Platz. Dann kann ich. Ja, ne? Kannst du mit dem Tomahawk ihn erledigen? Kannst du? Weg. Ich dachte, das wird schwieriger. Aber so schwach sind die ja nicht, ne? Jetzt nicht, als müsste ich einen unterlevelten Charakter hochleveln, der noch irgendwie
der Dings drunter ist, ne? Das ist jetzt nicht, als würde ich jetzt hier einen Ritter haben, ne? Also was Louis vorher war. Die ist schon eine Generälin, ne? Das heißt, ist klar, das hat jetzt nicht so unglaublich schwierig werden. So. So, ich erreiche sowieso niemanden anders. Niemand anderen, Enya. Das heißt, ich muss erstmal abschießen. Oder Geld? Ja. Ja, gut. Ja, sie hat Schützen auch nicht schlecht, ne? War sie ja auch in Awakening, ne? So, mit etwas Glück. Ne, das reicht ja wieder nicht, ne? So, zur Not habe ich noch immer eben mit dem Donnerschwert. Das heißt, hier kann ich ein bisschen... Ich kann ein bisschen lustig sein, ne? Ich entscheide mich mal, ein bisschen lustig zu sein. Jetzt brauche ich gar nicht mehr Excalibur. Ja, mit dem muss ich auch mal einen Killi abstauben. So. Soll ich dich platt mit ihm? Ja. Aber ich habe auch Feuer. 98 werde ich aber treffen, ne? Also. So, ich weiß, ich grab mir schon wieder mein eigenes Grab, ne? Ich schaufle mein eigenes Grab. Aber bis jetzt ist es noch einfach. Es ist noch sehr überschaubar gerade. Bis jetzt kommt noch nichts Gemeines, ne? Sie chillt jetzt hier wieder, ne? Kümmert sich um die beiden. Die können sie nicht mehr doppeln, weil die jetzt keine Felder mehr sind, ne? Von denen aus. Das sind alles Frontkämpfer, ne? Ich kann durch da liegen lassen. Ja. Dann schleichen wir uns so langsam mal hier entweder. So, er müsste am besten jetzt ja auch hier angreifen können, ne? Damit er halt wieder sein Ding voll bekommt. Und selbst wenn Roy sich irgendwann mal bewegt, habe ich das Gefühl, dass ich das noch in Kontrolle ab. Zwar, da gibt es einen ganz einfachen Grund für. Ich glaube, das hat man schon mal in dem Spiel mit irgendjemand anderen. Wenn es soweit ist, werde ich sagen, mit Live hat man das, genau, mit Lives Nebenquest. Ihr werdet schon leicht sehen, wie ich da wieder handhaben werde mit Roy, ne? Egal, ob der sich bewegt oder nicht. Ich werde da wieder perfekt manipulieren können, ja, mit ihm. So. Meine Verstärkungssuppen. Cool. Dann gehen wir jetzt zurück. Und dann packe ich mal einige Leute, die ein bisschen Erfahrungspunkte brauchen, dahin. So, Silberbogen. Mit mehr Crit, mit 10 mehr Crit, ne? Außer ich konter. Was ich definitiv werde. 40 Schaden, Alter. Du hast keine... Habe ich dir keine Fernkampfwaffe gegeben? Doch. Was denn? Ein Wurfball. Mhm. Mit 15 wird sowas von gedoppelt. Das sind 17 mal 2. Wie viel Crit-Chancen hast du? 16. Was für eine Crit-Abwehr hast du? 9. Ja, das war Crit. 17. Okay, 0 Crit. Ja, ich muss sein Ding wieder aufladen, ne? Sein Tanzdingen. Das heißt. Aber kein Problem. Was ist mein Hauptcharakter? Hier. Aha, genau ein Punkt. Warte mal, wo ist Ike? Da habe ich gerade bewegt. Ja, warte mal, wo, schade. Kann ich erreichen. Gott! Verdammt! Alle immer so ein Millimeter zu weit entfernt. Das gibt's nicht. Meine Charaktere tun sehr viel schneller nachholen, als ich gedacht hätte. Ach ja, und ich habe den alten Momente gegeben, weil nicht. Ich habe mir halt gedacht, weil die halt so hinterherhängen mit ihren Leveln,
dass diese paar Werte sowieso jetzt keinen Unterschied machen würden. Deswegen habe ich in einem Moment gegeben, damit die halt heilen können und ja, Supportpunkte sammeln können mit anderen Leuten. So. Aber das ist so lächerlich an nahe. Kannst du das wagen? Ich bin ein Gott. Okay, immer noch keine Verstärkungstruppen. So. Mhm. Knapp. Ich könnte eigentlich mit dir heilen, ne? So, ich habe genug Magier, um mich um die zu kümmern, ne? Warte, wenn ich mich ein bisschen bewege, dann ich mach das mal so. Uff, perfekt. Also ich brauche langsam auch so einen Kill, ne? Er sagt Hochziehkapelle. Ich ziehe meine schwächen Einheiten nach oben, die brauchbar sind in diesem Kapitel. Die bekommen also viele Erfahrungspunkte, von daher. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch mich um diesen Schützen herum arbeiten. Kannst du ihn angreifen, ohne ihn zu töten? Wahrscheinlich nicht, ne? 13. Selbst wenn du krittest, lebt er danach noch. Also könntest du ja kritten, wenn du willst. Oh, da darf ich nicht mit Beinen rechnen. Ah Gott. Verdammt. Komm schon, Mann. So, was ist seins nochmal? Ah ja, cool. Stapelt sich das? Also wenn ich das ein paar Mal mache, so, du hast doch bestimmt ein, du hast keinen magischen Stein. Cool. Ach, ich muss aber angreifen mit ihm einmal, einfach nur, damit er sein Dings wieder auflädt. Gott. Nicht genug. Hey, sehr gut. Okay, für Werte, das ist eine gute Leistung. So, null. Ach ja, weil dann Dings ist, ne? Wie heißt das hier? Ein Stohlener. So, 40. Wenn ich das Wurfball wieder ausrüste, ne? Aber ist eigentlich egal, ob ich ihn treffe oder nicht. Ich muss eigentlich nur dafür sorgen, dass ich überlebe. Ich will eigentlich jetzt nur den Weg jetzt hier versperren gleich. So, wer kümmert sich um den? Niemand. Temera. Wenn ich das richtig anstelle, ne? Ich muss mich aber erstmal bewegen. Aber so. Also alles, was ich jetzt gemacht habe, ist jetzt gegen hier nur den Weg zu versperren, ne? Mit den beiden. Er überlebt hat ja, ne? 23, 17 mal 2. Ja. Ich habe ihn ab Wurfball ausgerüstet, das heißt, er bekommt nicht weniger Crit, mehr Crit-Chancen. So, Temera, ich brauche mal dich hier. Verlegung. Will ich ja nicht hier verlegen machen, aber. So. Und jetzt die Orkanaxt. Nein. Ich meine, ja, aber so ein bisschen brauche ich noch. Gott, wenn er mich kritisiert, ne? Ja, und ich kann ich eigentlich hier reinpacken, ne? Nimmt sowieso keinen Schaden.
Herrlich. Ich will da hinboxen. Oh. Ja, vielleicht kann sich Gregory um den kümmern. Ich wäre schon gern mit ihr den Kill abholen. Ne? Kannst du ihn nicht killen? Ja, keine Crit-Chance, gar nichts. Cool. Irgendwas sagt mir, Madeline ist schwieriger hochzuleveln als die anderen. Tomahawk reicht auch. Ja, da würde ich aber wieder treffen, ne? Jetzt hier mit aus. Na. So. Mädel, treff mal bitte. Oh. Oh, war so weit von klar. Na gut, dann... Komm mal durch um den. Ist kurz vorm Level ab. Andreo kann dich heilen. Erfahrungspunkte beholen. Oh mein Gott. Na gut. Nehmen halt noch ein bisschen Schaden. Oder auch nicht. Gut. Schon mal Level 12. Jetzt werde ich noch beliebter sein. So. Dann. Erfahrungspunkte. Da war ich voll schwachsinnig, ne? Das ist halt nur wegen den Erfahrungspunkten. Weil ich nehme an, der bekommt nicht so viel Erfahrungspunkte, wenn er Madeleine heilt. Und sie hat noch auf Level 1 rumhockt. Okay. Er ist aus dem Wald. Er ist aus dem Wald rausgegangen. Wo ist das? So kap krieg ich den erledigt mit ihm. Okay. Immer noch keine Bewegung hier. So. Jetzt pass mal auf, was ich jetzt hier mache, ne? So. Und jetzt mache ich etwas, was ich. Weil nicht, wie man das offiziell nennen würde, aber machen wir das mal. Ne? So. Jetzt fahren wir ein paar Erfahrungspunkte an dem. Wo ist sie? Sie ist natürlich wieder ein bisschen zu weit weg. Wo ist Temera hier? So, ich hätte gerne dann Mikaya ja auch hoch. Und ja. Der Typ ist jetzt gefangen und kann nichts machen. Den war, glaube ich, nicht zum ersten Mal. Habe ich schon ein paar Mal gemacht irgendwann. Aber ja, er kann sich jetzt nicht mehr bewegen. Weil und er kann auch niemanden angreifen, weil wir halt jetzt hier alle im Kreis haben. Und er hat nur einen Bogen, das heißt, ja, der kann uns jetzt nicht angreifen. Der ist jetzt hier gefangen. Ich tun ja Oldschool hier hochleveln. Ja, was soll's. Was soll's. Okay. Ah, nicht. Okay, sieht aus, als zockst du einfach für einen Zug rum. Gregory noch ein paar Erfahrungspunkte hier abholen. Die Heilamation, die kann man jetzt eigentlich auch immer jetzt überspringen, ne? Also er hebt seinen Stab und heilt jemanden. Ja, kennt man, ne? Okay.
Und ja, dann chillen wir hier. Und ja, kannst nur sie angreifen, weil sie in Reichweite ist als einziges. Jetzt kriege ich nicht meinen Speed Bonus, weil ich nicht den Angriff eingeleitet habe. Immer noch niemand hier. Ja. Also ja, bis jetzt läuft alles perfekt, ne? Gegner scheinen sich nicht bewegen zu wollen. Sind noch gar nicht so viele Gegner, jetzt suche ich noch nach. Denken, ne? Hier ist noch ein Schütze. Was um den kümmern? Mit wem allerdings, ne? Aber ich weiß schon. Mittlerweile weiß ich doch, wie das Spiel tickt, ne? Irgendwas sehr mieses wird dir sowieso jetzt gleich kommen, ne? Ich tue mich doch immer irgendwie ja voll in Gelassenheit hier. Ich tue mich doch hier mal voll entspannen ab irgendeinem Punkt. Und da kommt irgendwas super mieses, was mir den ganzen Tag versauert. Was mich immer dann irgendwie zu diesem Kapitel zurückblicken lässt, als wäre es irgendwie das schlimmste aller Kapitel. So. Ja, die haben so ein Aufladeding hier direkt vor so einem Dorf platziert. So im Sinne von, ah, du musst die Dörfer retten, aber nicht wirklich. Aber wenn du es machst, dann bekommst du was. So. Immer noch nicht. So, mein Plan wäre jetzt ihn ja vorzuschicken, ne? Okay, da wird niemand ausweichen. So, du hast keine Langstrecken, du hast keine Fernkampfwaffe, sehe ich gerade. So. Und sie habe ich nicht mit Dings hochgeheilt, weil ich mit ihr heilen wollte, ne? Um die Kaya aufzuladen und für die Fahrtspunkte. So, ich bin natürlich wieder ein zu weit entfernt, ist klar. So, mein Plan wäre, ich habe übrigens immer noch nicht ausprobiert, wie das mit dem Dings funktioniert, ne? Ich muss das mal ausprobieren, ja. So, wenn ich euch anlocke, ich würde am liebsten schon im nächsten Zug dann sicher gehen, dass ich das überlebe, dass ich die erledigen kann. Ist ja noch so weit entfernt, Gregory. Ich brauche dich doch hier. Na, ich habe vergessen, die Sachen alle. So, mag ich dich hier hin, ne? Heiliger Schild, warum nicht? Ich habe einen langen Schwert sogar. Ist aber auch alles andere ja gerade. Weil du bist ja nicht erledigt, ne? So, du nimmst weniger Schaden wegen meinem Hauptcharakter, der direkt daneben hockt und dich anfeuert. So, ja, die sollen sich mal wagen, sich näher zu bewegen. Dagegen ist das, was ich hier im DLC gemacht habe, ein Klacks. Genau das meinte ich, ne? Vom DLC hier zu denen hier zu springen, ist wahrscheinlich ein riesiger Unterschied so in Schwierigkeit, ne? Deswegen habe ich mir schon gedacht, was auch immer jetzt hier kommt, es kann unmöglich so schwer sein wie der DLC. Ja. Ich gerade in den Wald reingepackt. Nein, da ist ein Wald. Sicher jetzt erst. So, hahaha, jetzt kommen sie wieder. Ach. Ey. Okay, da war jetzt schon wieder ein bisschen.
Da war jetzt schon wieder so ein bisschen, ne? Da musste ja natürlich jetzt wieder kommen, ne? Oh mein Gott, bin ich froh, dass ich mit ihm tanzen jetzt hier gerade habe, ne? Da werde ich jetzt sowas von einsetzen. So. Ich fasse das einfach wieder nicht, ey. Sag ich mal, diese Situation schon wieder an, ne? Mein Gott, ich mache einmal den Mund auf, ne? So, ja, kann jetzt eigentlich nicht mehr so schwierig sein, ne? Da kommt wieder so was. So. Ist ein Adelsrapier, der ist nicht effektiv gegen Lachen, ne? Nö. Nur gegen Pferde. So. Die da oben, die werden mich nicht erreichen, ne? Ne, die können chillen da oben. So, wir machen Folgendes, ne? Ich mache erstmal einige von euch hier platt, ne? Wie zum Beispiel ihn, ja. Schön. Ja, schon zwei Level Ups hier bekommen. Sie kriegt aber echt kein Glück, ne? So, cool. So, dann muss ich. Ich habe ja jetzt so gemacht, dass ich jetzt für Anna und wen auch immer ich jetzt hier alles platziere, tanze, ne? So, dich kriege ich glaube ich nicht down, ne? Ich werde wahrscheinlich benutzen, um hier stehst natürlich wieder voll gut, ne? So, kann ich dich erledigen? Nein, natürlich nicht. Ah, fast. Aber ich konnte auch garantiert erledigen, indem ich einfach mal so. Ja, lieber gern garantiert. Ich wollte eigentlich für sie auch tanzen, aber dann war lieber so. So, was war das? Entschuldige, was? Oh, da sind Wälder, aber die kann ich so oder so erreichen. So, ich pack dich mal hier hin, ne? Damit du halt für den Weg versperrst, ne? Was ist denn hier mit? Nicht gut. Kann ich mit der Feuerlanze den Typen erledigen? Nö. Ich kann gar nicht für Anna tanzen, sehe ich gerade. Weil ich kann dann hier, also ich meine, ich kann schon für sie tanzen, aber. So, eine Sekunde. Oh, perfekt. Planänderung. Nein, um einen HP. Boah. Du machst mich hier gerade fertig, ey. Mach das einfach mal. Eternity. So. Was bedeutet das für mich jetzt? Ich verstehe gar nicht, wie das hier so funktioniert gerade alles, ne? Schwert, Magie als Combo. Klar. Ja. Klar. Mach das einfach mal. So, sie ist jetzt auch mit ihm verbunden, ne? Ja. Weißt du was? Die Situation war eigentlich gar nicht so schlecht.
So, haben die danach jetzt noch ihren Dingens? Oder ich verstehe gar nicht, wie mit den Anzeigen jetzt wieder funktioniert. Also wenn ich jetzt mit ihm mit dem verbinde. So, habe ich jetzt Support bekommen, weil die beiden miteinander verbunden waren. Es sind so viele Fragen gerade, ne? Über die Funktion, wie das hier funktioniert. So. So. Ich glaube, ich tue dich hochheilen, ne? So. Perfekt, dann nehmen wir ihn, ja. Und du tanzt wieder. Wir sind einige Aufladedinger, tatsächlich ich kann ja schon gleich wieder. So, da müssen ihn eigentlich ein volles Level abgeben. So 100 Erfahrungspunkte oder so, ne? So mindestens. Ich weiß nicht, ob man mehr als 100 Erfahrungspunkte bekommen kann in dem Spiel. Ich nehme sehr stark an mich. Aber war eine Menge Erfahrungspunkte. Sehr cool. Ja, Fähigkeit. Da geht noch mehr. Ja. Ja, und sie kann sich um ihn kümmern. Aber sie kann sich bestimmt auch irgendwie um die Leute kümmern, ne? Oh, was ist das denn? Warte, das hätte ich gerne. Warte. Ich weiß nicht, wo die Stärke auf einmal herkommt. Ach, durch Tanzen. Stimmt. Habe ich ganz vergessen. Die Werte werden ja erhöht durch Tanzen, wenn ein Drache das benutzt, ne? Habe ich mal gedacht. Sehr cool. So, die beiden sind außer Reichweite. Sehr cool. So, die Situation ist eigentlich schon relativ entschärft hier, würde ich sagen. So, kannst du dich um... Du hast einen magischen Stein. Das reicht natürlich wieder nicht. Außer du krittest, aber... Irgendwas sagt mir, du wirst nicht kritten. So. Oh, wow. Was zum... Man müsste auf einmal... Ach, wegen Tanzen. Verdammt. Das lässt sich doch bestimmt irgendwie bewerkstelligen, ne? Das wäre jetzt 100%. Oh ja. So, dann gehst du hier hin, ne? Banglasierst ihn ein bisschen. Wow, 79% ausgewichen. So, oh Gott, warte, wollte ich jetzt noch mal dich wollte ich angreifen, ne? Okay, einmal darfst du kritten, einmal darfst du kritten, okay, einmal. Okay, ist auch okay, glaube ich. Warte, okay. Ich ne, 42 jetzt gemacht, ne? Hm. Okay. Die Dachen da oben konnten sie nicht erreichen, ne? Die Beiwand. Oha, daneben. Hm. Oh, ich habe was gefunden. Was ist das? Aber nicht so gute Level Ups im Moment. Oh, konnte sie erreichen, verdammt. Aber ist okay, ne? 39, 23, ja, ist okay, ne? So, jemand müsste sich um den hier noch kümmern, perfekt. So, kann man schon sagen, damit wir es ja wohl treffen, ne? Zack. Ich glaube, diese Ausprobierung mit meinen. Mein Dings hier hat es gebracht mit den Emblemen, ja, von meinem Hauptcharakter.
Wir haben jetzt halt voll gebracht gerade. So unbeabsichtigt. So, wenn ich das richtig anstelle, dann kann ich euch doch alle so irgendwie platzieren, dass ihr auf niemanden losgeht, ne? Aber warum machen, wenn ich auf dich einfach erledigen kann, ne? Solange ich den anderen erledige, solange ich einen von ihnen erledige, ist das okay. Sag. Ist aber nicht. Nicht notwendig. Das ist irgendwie ironisch, weil von ihr habe ich doch die Orkan-Axt, ne? Dass sie jetzt irgendwie das Ding benutzt. Ist irgendwie. Er hat irgendwas poetisch sandig, glaube ich. Ah, null Schaden, nehme ich. Am besten wäre jetzt, wenn du natürlich auf Madeleine losgehst, ne? So. Und ich packe mal alle hier raus. Das heißt, eigentlich ist jetzt nur noch Madeleine. Nein. Immer noch Dings, ja. Na, weißt du was? Geh auf einer los, ne? Kann den Stahlbogen ausgerüstet lassen, ne? Kann sie halt nicht kontern, aber lass mir den Typen am Leben, damit Madeleine sich um den kümmert. Ja. Mein Gott, ist die KI pauschalbar. So. Ach, da waren ja auch noch welche. Habe ich mir daran gedacht.